Herzlich willkommen bei Minecraft, bei gar nichts. So, heute gibt's kein Video mehr, also ciao Leute! Na, es hat nur ein Scherz, der TNT-Boss ist wieder am Start. Ball-Limit ist wieder 20, diesmal muss ich aber nicht in Creative gehen, weil ich habe das jetzt gerade alles schon gemacht. Diesmal ist es wieder ohne Creative angesagt, also ja. So, ich werde direkt mal meine Kiste wieder einbauen. Letzte Runde lief er nicht so gut, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, wie es dann schon am Titelbild schon da gesehen hat. Mann! Stand da ja. Oh, ich habe wieder meine Kiste komplett eingebaut, da ich nicht mal dran gehen kann. Wird gleich abbauen. Was sieht man halt so oft zur Zeit? Scheiße! Ich habe jetzt überwartet. Nee, dafür muss ich den Block jetzt weg machen. Dafür mache ich ihn jetzt in Creative Hack. Habe ich einen Block weniger gemacht. Ich habe meine Spitzhacke zu spät aus der Truhe gepackt. Guck mal, ich habe es halt so gebaut. Ich habe meine Spitzhacke vergessen rauszuholen. Und da war es natürlich schon zu. Also, wenn ich ungefähr so 10.000 Abonnenten habe, gibt es wahrscheinlich von mir auch so ein Best-of. 10.000 Abonnenten? Aber in eins kann ich mir schon denken. Ungefähr so ab 10.000 gibt es ein Best-of von mir. Ich frage mich, was so ein Best-of das wird. Okay, ich habe alles dabei, was ich will. Okay. Baulimit ist diesmal ja 20, hatte 64, also kann ich gleich stoppen. Aber ein bisschen zurückgebaut, scheiße. So, ich bin jetzt auf genau Höhe 20. Mache mich aber noch mal ein kleines bisschen runter, so. Auch immer genau auf die Höhe, ne? Nee, diesmal bin ich nicht exakt auf der Höhe. Diesmal bin ich ein bisschen. Na gut, komm, ich bin exakt. Weil ich auf Höhe 20 sein möchte. Und es ist hoch genug. Komm! Man kann sogar drüber schießen, wenn du dich an meine letzte TNT-Kanone erinnerst. Meine TNT-Kanone hat drüber geschossen, also die Höhe ist genug. Also Höhe Tante ist genug. Naja, eine Sache ist ja dran nicht so OP. Aber diesmal mache ich eine Dreierkanone. Ich schieße jetzt. Ich mach drei Kanonen, ne? Oh, Alter! Alter, ich bin direkt an der Mauer nicht vom Kopf. Marvin, ich werde diesmal vielleicht. Ich mach diesmal zwei Kanonen. Zwei. Zwei Kanonen, das ist ordentlich. Und die Wand wird eingefallen. Marvin, ich mach zwei Kanonen, ne? Zwei Kanonen. Ja. Also es geht ja über dein. Es ist ja nicht. Wenn du sie reparierst, dauert es länger, ne? Oder können wir uns nicht mehr abschießen? Boah, zwei Kanonen, Leute. Leute, zwei Kanonen. Zwei. Zwei Kanonen, die auf einmal schießen. Beide gleichzeitig. Sei mal nicht so groß, sei mal nicht so. Ja. Marvin, die immer vor was sagen, haben immer am Ende Pech. Ist dann noch niemals anders so. So, das Ding ist halt, wir müssen jetzt genügend Platz schaffen. Ich kümmere mich erstmal um die erste Kanone, weil sonst habe ich mich am Ende verbaut mit der zweiten und dann auch gleich die zweite wieder komplett abbauen. Mann, sitz doch! Hä, wo kann. Oh, die scheiß Leiter, ey.
Ach, ich mach eh so einen Schnellgang, komm. Sag mal, das passt jetzt wieder von der Kanone. Die von letztem Mal. Sag mir nicht, jeden Part ist eine andere. Wie sagt noch jeden Part eine andere? Ach komm, das reicht. Ja. Da probiert man halt ein bisschen rum. Der Tintin-Kanone ist ja echt recht simpel. Weißt du was? Ah, oh, okay, du machst so eine. Marvin! Nein. Marvin, ich hab die Classic. Ich hab die ganz Classic, die man so selber anzündet, gemacht. Ja, Leute, so ist sie. Die hat sich selber zerstört. Die ist erstmal gut zerstört, das ist schon mal gut für uns, das müssen wir ganz schnell bauen. Ja, okay, dann hörst du zu feuern. Deal or not deal? Deal or not deal? Sag mal, wo habe ich denn meine Verstecke? Ich habe meine, ich habe meine Verstecke nicht dran. Belastet. Nein. Doch mal die eine Lavaquelle. Doch eine Lavaquelle hast du getroffen, aber die gibt mir aber am Arsch schon mal. Danke schön. Ich bin gleich mit der ersten Kanone fertig, ne? Also das ist ja so eine. Das ist eine Kanone, die ich schon mal gebaut habe. KP mich auf jeden Fall nicht. Also bitte schießen, okay? Ja, dann hör auf du zu schießen! Okay, gerne. Du kannst ruhig jetzt eine Kanone bauen, aber hör auf mich abzuschießen. Oder besser gesagt allgemein aufzuschießen. Ja. Kannst auch zwei Kanonen bauen. Die auf einen Knopfdruck. Auf einen Knopfdruck wird schwierig. Ist mir klar. Leute, das wäre gerade so ein Slime. Ist mir schon klar, dass du Creative Farm möchtest. Ich würde ja auch ganz gerne Creative Farm, aber. Ja, du kannst abbauen, Alter. Meine ich. Kann ich auch wieder verstehen. Aber diesmal mache ich nicht diesen gleichen Fail, den ich schon einmal hatte. Zack. So, die erste Seite schießt. Ja. Jetzt kommt das Ganze auf die andere Seite. Sag mir jetzt bitte nee. Oh, zum Glück, Alter. Ja, dann bitte schieß noch nicht. Das ist nett, danke. Aber das dort ein bisschen, bis ich schieße, ne? Also. Wir kamen ja erst mit der ersten Kanone fertig, jetzt kommt die zweite. Oder ich kann alles mit ein. Okay, ich mach eine andere Kanone noch, aber nicht die oben.
Ach, Theorben. Nee. Besser nicht. Ah, die ist runtergefallen. Die haben wir noch nicht mehr erreicht. Ja. Wieder. Marvin, ich schieße. Ja. Okay, ich kann aber auch mehr Karacho zu fühlen. Boom! Okay. Bam! Warum wirkt das nicht? Okay, ich mach einen Kanon. Okay, ich benutze, glaube ich, erstmal eine Steinstufe. Ich dachte, ich kann nur einmal treffen, ne? Okay, da schießt er niedriger, habe ich das Gefühl. Ist das niedriger? Ja, das schießt niedriger. Ach, du. Ist in der Luft explodiert. Hast du was gebracht? Nö, in der Luft explodiert. Ich glaube, das ist gar nicht weit gekommen. Nee. Kaboom! Sag mal, es liegt gar nicht so weit. Du hast mich gar nicht beachtet, Alter. Bitte knall mich nicht ab, ich bin, am Arsch. Ich konnte es jetzt, Alter. Kann gar nichts machen. Ja, vor allem, wenn man dir alles kaputt. Ist Selbstmord, Leute, ich weiß. Das ist kaputt. Aber nur einer. Ja, hat. Aber hat nicht groß kaputt gemacht. Ja, komm Leute, ich kacke auf die Kanone da oben. So, jetzt brauche ich erstmal hier neu. Au! Verdammt. Hey, na gut, ich kacke auf die Kanone, jetzt ehrlich gesagt. Also. Nö. Ja, der hat dich getroffen. Ja. Ich weiß warum, aber den Grund sage ich dir nicht. Aber was ist denn da oben auf die Hilfe, bitte? Ich bin weg. Ah, ah, ich habe ein halbes Herz. Ja, ich habe noch ein halbes Herz. Ich glaube, ich bin tot. Nein, da. Oh. Da bist du wieder in der Luft. Ich weiß, das bringt gerade nichts anzusitzen, aber. Wie wollen wir machen? Muss man erstmal so einen kleinen Safe Room bauen? Ja, ich baue mich selber gerade hier gerade was. Ja, aber du mich erst gar nicht mehr kriegst. Und meine andere Kanone kannst du ruhig in die Luft jagen, die benutze ich jetzt nicht mehr. Ich baue mir die Riesenpartette. Ich werde mich gleich sowieso umbringen, denn ja. Ich hab noch ein halbes Herz, was soll ich damit?
Wie hoch habe ich diesen Safe Spot jetzt halt gebaut? Ah ja, okay, schon sehr so. Aber ich muss aufpassen, dass er mich jetzt halt nicht trifft, wenn ich hier baue. Und genau deshalb muss ich mich gleich auch nochmal töten. Denn wenn er eine kleine Explosion neben mir und ich bin halt tot. Ein halbes Herz halt. Oder wenn ich durch ihn runterfliege. Meine Maschine ist mir sowieso egal, weil ich benutze jetzt sowieso was anderes. Ach so. Und außerdem. Egal, ich hätte sowieso sterben müssen. Hatte ja noch ein halbes Herz. Was brauchst du denn? Ein Safe Spot hier. Was? Ein Safe Spot. Extra ein bisschen höher, damit du mich nicht erreichen kannst. Das heißt. Wenn irgendeine Explosion von dir zu nah kommt, trifft es mich halt nicht. Wow! Hm. Gut, ne? Selbstbot! Töte doch Marvel jetzt! Aber da ist schon viel mehr! Wenn ich da halt nicht zur Seite fliegen würde. Ja, okay, er ist halt nach links liegen. Das ist halt nach rechts fliegen. Ich hätte mich beballern und so mit Classic. Ja, der wird wieder nach rechts fliegen. Oder nein! Es hat nicht. Es hat ein Kanon. Ja, ich habe die Damage verursacht. Das ist gut. Der fliegt genau auf dich, der wird auf dich fliegen. Na! Ich muss noch meine Mutter retten. Oh, die sind gut gelegt. Ciao, Marvin. Was brauchst du noch? Gar nichts. Guck doch. Oh, oh, das war dumm. Das war dumm. Das ist ja gar nichts treffen, der wird mich treffen. Oder auch nicht. Sag, wie hast du das schon wieder geschafft? Ey, nicht auf die Wand. Nicht in die Wand. Nö. Doch. Nein. Bitte. Hier, dann geh ich hinter die Wand. Warte. Ach, komm! Du kannst dir hier im Video angucken. Mann, ey, du darfst ja nicht hoch. Du darfst ja nicht hoch. So ist richtig. Gebaut. Ja, wow. Flieg genau da hoch. Kannst du mir mal bitte ganz kurz? Nö. Nö. Ich hab dir diese Kreisleiter oben in die Luft gegangen. Hä? Warum? Ach so. Oh, ich muss die Wand hier wegbauen. Ich darf dann auch Kreatur, aber auch hier. Okay, ein bisschen mehr Karacho. Mama, ich weiß, dass ich für eine Kanone baue. Die wäre gut, ey. Leute, die hat echt mal funktioniert. Die hat wirklich mal funktioniert. Du brauchst die Kanone. Hey, halt die Klappe. Schwierig. Hä, was? Ja, ich hab gewonnen! Leute, wir haben gewonnen! Alter, okay, du hast gewonnen, ne? Aber Digga, du ein Dreck, Alter, schnell! Ja, Leute, wir haben gewonnen! Ja, okay, zu Feier des Tages zeige ich dir, wie ich sie baue. Ja, weißt du, da geht doch so aus, guck mal, Marvin! Marvin, ich zeig dir jetzt, wie ich sie gebaut habe. Guck mal. Marvin, so sah die ganze Zeit aus. Guck. Du musst halt. Guck mal. Wo bist du? Ja, Leute, ich erkläre Ihnen das kurz mit der TNT-Kanone und ja. Guck mal, Marvin. Ja, 19 Minuten. Mhm. Guck mal, die ganze Zeit so. Desto später du sie anzündest, desto weiter fliegst, desto Dings machst du ja. Guck, du hast mich getroffen. Aber drei Leben werden halt heute halt nichts, weil. Ich hab genau nie getroffen. Ja,
wenn das CNC sich anders placed, dann hast du auch Dings auf. Na Leute, falls euch der Part gefallen hat, vergiss nicht zu bewerten und zu liken. Wir sehen uns danach. Ciao, ciao.